ein bisschen generellere Verständnisfrage. Frau Leschauer, Sie haben gerade betont, Kernelement der Diplomatie sei das Führen von Gesprächen. Da würde mich interessieren, wieso gilt das für Israel und Nahost, aber nicht für Gespräche mit der russischen Regierung zur Beendigung des Ukraine-Krieges? Also Herr Warwick, ich glaube, wir sind gerade beim Themenkomplex Nahost, aber da Sie es ja immer wieder versuchen. Ich glaube, die einzige Partei in diesem furchtbaren russischen Angriffskrieg, den die russische Seite, und zwar Putin, gegen die Ukraine führt, die nicht gesprächsbereit ist und auch auf entsprechende Gesprächsbereitschaft der ukrainischen Seite nicht eingegangen ist, sind die Russen doch selber, ist Putin selber. Insofern ist, glaube ich, die Frage von vornherein beantwortet. Im Übrigen könnte der Krieg sofort aufhören, indem Putin seine täglichen Bombardierungen einstellt. Dass Sie jetzt diese Frage genau stellen, wundert mich doch ein bisschen in einer Situation, wo wir gerade gestern einen furchtbaren Angriff auf Poltawa mit über 40 oder 50 Toten erlebt haben und über 200 Verletzten. Also Thema Gesprächsbereitschaft. Ich glaube, wir haben von ukrainischer Seite gerade dieses Thematik mehrfach auch hier im Raume besprochen. Und diejenigen, die offenkundig an keinem Frieden und an keinen Gesprächen, die zu Frieden führen könnten, interessiert sind, sind doch die Russen. Wir sind aber, glaube ich, ehrlich gesagt beim Themenkomplex Nahost. Ich konnte das bloß jetzt so nicht sagen. Ich bleibe bei Nahost, keine Sorge. Genau, aber apropos Verständnis, Frage, um das auch zurückzuführen zum eigentlichen Thema. Sie haben jetzt der Darstellung der Kollegen Jeckel, dass die israelische Regierung eigentlich keinerlei Interesse zeigt, die Geiseln tatsächlich zu befreien, zum ersten Mal nicht vehement widersprochen. Kann man davon ausgehen, dass mittlerweile auch die Bundesregierung zu dem Schluss gekommen ist, dass die israelische Regierung unter Herrn Netanyahu kein großes Interesse zeigt, tatsächlich Schritte zu einer Geiselbefreiung einzuleiten? Also ich schließe mich hier in diesem Raum sehr selten Ihren Schlussfolgerungen an und genauso würde ich es in diesem Fall auch halten, Herr Warwick. Ich habe dargelegt, was die Bundesregierung umtreibt und antreibt und das ist eine Lösung in der Sache und dass das wahnsinnig schwierig ist, das wissen wir alle. Wir arbeiten hier seit Monaten daran. Die Außenministerin reist heute genau mit dem Zweck erneut vor Ort, in die Region vor Ort, wird Gespräche führen. Den vorderen Teil Ihrer Aussage, den mache ich mir einfach schlicht nicht zu eigen. Frau